Warum hat Lord Voldemort nicht einfach mehr Horcruxe erschaffen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Lord Voldemort und all seine Horcruxe sprechen. Als ein bekannter Anhänger der dunklen Magie begann Tom Riddle schon in jungen Jahren mit den dunklen Künsten. In einer Szene im Film Harry Potter und der Halbblutprinz enthüllt eine der wichtigsten Erinnerungen von Dumbledore uns das Jahr 1938. Dumbledore besucht einen sehr beunruhigt aussehenden Jungen, der allein in einem Zimmer eines Waisenhauses sitzt. Während Dumbledores Besuch im Waisenhaus offenbart er dem Jungen, dass er ein Zauberer ist und zeigt ihm anschließend eine beeindruckende Vorführung seiner magischen Fähigkeiten. Kurz darauf lädt Dumbledore ihn nach Hogwarts ein. Tom Riddle war ein furchterregendes, feindseliges Kind, das die anderen Waisenkinder quälte, aber das war nicht etwas, von dem Dumbledore zu dieser Zeit wusste. Erst später, nachdem Riddle die Schule besuchte, erforschte Dumbledore Riddle und wurde mit seiner Existenz vertraut. Er wurde sich des wahren Potenzials seiner dunklen Natur bewusst. Nachdem Harry mit dem Nachdenken fertig war, hat er den folgenden Austausch mit Dumbledore. Wussten Sie es damals schon, Sir? Dass ich gerade den gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten getroffen habe? Nein, wenn ich das gewusst hätte. Nachdem er einige Zeit in Hogwarts verbracht hatte, freundete sich der junge Tom Riddle schließlich mit Professor Horace Slughorn an. Sein damaliger Zaubertränkeprofessor Slughorn hatte die Tendenz, seine Schüler zu bevorzugen und später zu erkennen, ob jemand in irgendeiner Funktion Großes erreichen würde und immer sehr stolz auf ihre Leistung sein würde. Tom Riddle, wie Harry Potter, wurde einer von Slughorns absoluten Lieblingen, während er Schüler in Hogwarts war. Riddle war ein sehr beeindruckender Schüler, der sich durch eine unvergleichliche Fähigkeit zum Lernen auszeichnete. Doch es wurde geäußert, dass Slughorn möglicherweise ein wenig zu viel über einen bestimmten Zweig der Magie, nämlich Horcruxe, mit Riddle geredet hat. Diese Form der dunklen Magie trug entscheidend zum Aufstieg Voldemorts zur Macht bei. Während seiner Schulzeit war Slughorn Leiter des Hauses Slytherin, aber er trat 1981 in den Ruhestand, weil er nicht mehr in Hogwarts sein wollte bzw. sich schämte. Und zwar, dass er Tom Riddle von Horcruxen erzählt hatte. Ein Tabuthema, das niemals hätte diskutiert werden dürfen. Slughorn beteuerte jahrelang seine Unwissenheit und behauptete, er habe Riddle nie etwas in dieser Richtung erzählt. Er ging sogar so weit, seine eigenen Erinnerungen zu manipulieren, damit die Wahrheit niemals ans Licht kam. Doch seine Wahrheit wurde offenbart und es wurde gezeigt, dass Slughorn Riddle vielleicht ein bisschen zu viele Informationen über diese Form der dunklen Magie gegeben hatte. Wenn ihr meinen Kanal schon länger guckt oder verfolgt oder auch nur Harry Potter gelesen oder geguckt habt, solltet ihr eigentlich wissen, was ein Horcrux ist, aber ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ein Horcrux ist ein Gegenstand, in den eine dunkle Hexe oder ein Zauberer einen Teil ihrer Seele bindet. Der ultimative Zweck, einen Horcrux zu erschaffen, ist es, Unsterblichkeit zu erlangen. Doch die wirklich unheimliche Komponente beim Erschaffen eines Horcruxes ist, dass man, um einen herzustellen, jemanden ermorden muss. Es gibt nur zwei bekannte Zauberer, die einen Horcrux erschaffen haben. Der erste war Herpo der Üble und der zweite war Lord Voldemort, der viele Horcruxe erschuf. Voldemorts erster Horcrux ist das Tagebuch von Tom Riddle, das er natürlich nach der Ermordung der Maulenden Myrte im Jahr 1943 erschuf. Der zweite Horcrux ist der Becher von Helga Hufflepuff, der nach dem Tod von Hepzibah Smith irgendwann nach 1946 von Voldemort gnadenlos getötet wurde, als er ihren Kakao mit Gift versetzte. Der dritte Horcrux ist das Medaillon von Salazar Slytherin, das entstand, nachdem Voldemort einen Muggel ermordet hat. Der vierte Horcrux ist Nagini, die nach dem Tod von Bertha Jorkins erschaffen wurde. Der fünfte Horcrux ist Marvolugorns Ring, der hergestellt wurde, nachdem Voldemort seinen eigenen Vater Tom Riddle Senior ermordete. Der sechste Horcrux ist Rowena Ravenclaws Diadem, das hergestellt wurde, nachdem Voldemort Anna May Pince irgendwann 1946 ermordet hatte. Und Voldemorts siebter Horcrux war natürlich Harry Potter, der nach Voldemorts gescheitertem Mordversuch während der Erschaffung der Horcrux entstand. Im Allgemeinen werden Horcruxe mit Gegenzaubern geschützt, was es schwierig macht, sich ihnen zu nähern. Aber wenn man das Glück hat, diese Flüche und Gegenzauber zu umgehen, kann man sie tatsächlich zerstören. Hier sind einige der bestätigten Methoden aus den Büchern und den Filmen zur Zerstörung von Voldemorts Horcruxen und Horcruxen generell. Basiliskenzähne. Der sagenumwobene Basiliskenzahn wird verwendet, um einige von Voldemorts Horcruxen zu zerstören, darunter Hufflepuffs Becher und Tom Riddles Tagebuch.
Der Basiliskenzahn enthält Basiliskengift, das als das wahre, zerstörerische Mittel gilt, um einen Horcrux zu vernichten. Godric Gryffindors Schwert. Harry benutzt das Schwert, um das Dach des Basiliskenmauls einzuschneiden, wodurch er mit Basiliskengift in Kontakt kommt. Aus diesem Grund ist das Schwert in der Lage, Horcrux sowie Marvolo Gaunts Ring und das Medaillon von Salazar Slytherin zu zerstören. Dämonsfeuer. Dämonsfeuer ist eine Form der fortgeschrittenen dunklen Magie, die verzauberte Flammen von immenser Größe und Hitze erzeugt. Dämonsfeuer kann alles zerstören und war verantwortlich für die Zerstörung von Rowena Ravenclaws Diadem im Raum der Wünsche in Hogwarts. Unabhängig von der Methode ist es eine wichtige Erkenntnis, dass der Horcrux jenseits der magischen Wiederherstellung ist und nicht bestimmte Arten von Schäden magisch repariert werden können. Basiliskengift, Dämonsfeuer und Avada Kedavra erfüllen dieses Kriterium. Es muss jedoch beachtet werden, dass der Behälter des Horcruxes zerstört werden muss und nicht der Horcrux selbst. Es bleibt jedoch eine offene Frage, ob Voldemort wusste, dass sein Horcrux zerstört werden würde. Wenn Voldemorts Horcruxe zerstört werden würden, warum hat er sich nicht bemüht, mehr zu erschaffen, obwohl er erfolgreich 7 von ihnen erschaffen hatte und sich des Prozesses voll bewusst war? Er hätte einfach mehr erschaffen können, nachdem einige zerstört wurden. Harry kannte die Standorte der Horcruxe, weil Dumbledore sie ausfindig gemacht hatte. Aber da Dumbledore nun tot war, wäre es für Voldemort nicht schwer gewesen, einen weiteren zu erschaffen, den Harry nicht kannte. Dies führt uns zu Voldemorts Besessenheit von der Zahl 7 und seinem Glauben, dass diese Zahl eine besondere Bedeutung für das Erreichen der Unsterblichkeit in ihrer stärksten Form hat. Als Voldemort mit Slughorn sprach, war eines der Ziele des Gesprächs, die 7 Seelenstücke zu bestätigen, jedoch das Konzept der Unsterblichkeit durch Horcruxe noch mächtiger zu machen. Voldemort war der Meinung, dass das Aufteilen seiner Seele in mehr als 7 Teile die Stärke der Macht irgendwie abschwächen würde. Ein Gespräch zwischen Harry und Dumbledore unterstützt diese Idee ebenfalls. Die Nummer 7 sollte dich stärken. Zum Beispiel gilt die 7 als die mächtigste magische Zahl, eine Idee, die Lord Voldemort sehr gefallen hat. Harry hat den Eindruck, dass Voldemort 7 Horcruxe erschaffen müsste, eine Annahme, die Dumbledore korrigiert. Nein, Harry, nicht 7 Horcruxe, sondern 6, wobei der 7. Teil seiner Seele in seinem regenerierten Körper verstümmelt ist. Voldemort war so fixiert auf die Zahl 7 als die magischste Zahl, dass er glaubte, die Spaltung seiner Seele in 7 Teile würde den höchsten Schutz bieten. Daher vermied er die Schaffung weiterer Horcruxe, da er glaubte, dies würde dieser heiligen Zahl widersprechen. Zusätzlich fehlen uns viele wichtige Informationen über die Erschaffung von Horcruxen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, sich einen zu erschaffen, oder wie lange es dauern würde, sich körperlich von der Erschaffung eines weiteren Horcruxes zu erholen. Vielleicht hätte dies Voldemort zu lange verwundbar gemacht. Als Voldemorts Horcruxe zerstört wurden, erkannte er die Gefahr und fühlte wahrscheinlich, dass es keine gute Entscheidung wäre, sich zu diesem Zeitpunkt noch verwundbarer zu machen. Es könnte zeitkritisch gewesen sein, als Voldemort erkannte, dass er wirklich in Gefahr war und weiteren Schutz brauchte. Kein Zauberer vor Voldemort war erfolgreich darin, so viele Horcruxe zu erschaffen wie er selbst. Tatsächlich war nur ein einziger anderer Zauberer jemals erfolgreich, einen Horcrux zu erschaffen. Und das war Herpo der Üble, den ich bereits erwähnt habe. Deine Seele in 7 Teile zu spalten, scheint einen erheblichen Tribut für deine Existenz zu fordern, wobei jede Spaltung mehr von dir abverlangt. Das Buch erwähnt an einer Stelle, dass Voldemorts Seele bereits bis zum Äußersten zerrissen war und sein Erscheinungsbild eine Repräsentation dessen ist. Es macht also Sinn, dass er nicht dazu in der Lage war. Dass 7 die maximale Anzahl von Horcruxen ist, ist auch eine sehr sinnige Annahme. Arroganz könnte definitiv Voldemorts Besessenheit von dieser Zahl erklären. Es würde auch erklären, warum Voldemorts 7. versehentlicher Horcrux ihn zerstörte, weil die Erschaffung eines 7. Horcruxes bedeutete, dass seine Seele nun in 8 Teile gespalten war, was im Widerspruch zur magischen Zahl 7 steht. Abgesehen von all dem oben Gesagten müssen wir auch bedenken, dass Voldemort extrem arrogant war und vielleicht zu zuversichtlich war, dass niemand jemals alle seine Horcruxe finden würde. Allerdings ist der Horcrux nachweislich eine so abscheuliche Form der dunklen Magie, die selbst in einem Buch über dunkle Magie nicht ausführlich behandelt wird. Ein Auszug aus dem Buch lautet über den Horcrux wie folgt: Die bösartigste aller magischen Erfindungen. Wir werden nicht darüber sprechen oder Anweisungen geben.
Vielleicht wusste Voldemort, dass er nur sehr wenige Informationen über Horcruxe auf der Welt finden konnte und glaubte, niemand würde jemals ihm auf die Schliche kommen oder herausfinden, wie man sie richtig zerstören könnte. Vielleicht haben seine Arroganz und sein falsches Gefühl der Sicherheit zu seinem Untergang geführt. Aber das ist natürlich nur meine Vermutung. Und das war's mit diesem Video. Wenn du eine andere Meinung hast oder mir auch zustimmst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.